Oh, jetzt aber. Jawoll! Allerdings nicht. Weiß ich auch nicht, was jetzt besser ist. Also zwei Sollbruchstellen hat oder... Oh, da ist der zweite. Schöne aber Ding. Der war schon der sehr schön. Ja, angefangen hat es mit dem Abschlag. Gucken wir nochmal. So, also, das war auch schlecht geklärt von Willi hier. Nee, das war schon das Tor vom dem Viktoria-Spieler. Ja, Lela kommt da nicht ran. Als ehemaliger Keeper, ja, ne? Hab auch höherklassig gespielt beim FC Munke. Ich sage, weil er gekichert wird. Naja, ich weiß ja, dass du fast schon im Europapokal gespielt hast. Ist ja da, das sind natürlich mehrere Fehler, ne? Also, ja. Abwehrspieler ist dran, kann man sagen, okay, deswegen bleibt der Torwart weg, aber geht jetzt hier zurück. Saale pennt da ein bisschen. Kommt Saale da nicht hin, aber. Wir gucken uns erstmal den Angriff von Viktoria an. Oh, schön den Ball mitgenommen, abgelegt. Zweiter Durchgang und da wird deutlich, über welche individuelle Klasse die Berliner verfügen. 49. Minute, der Brasilianer Falcao auf Yannis Becker und dann ist das alles sehr, sehr einfach. 2:0. Viktoria beißt sich vorne fest. Lukas Falcao ist Nutznießer und macht sein zweites Tor zur 1:2-Führung aus Berliner Sicht. Typischer Fall, von vorn die eigenen Dinger nicht gemacht und hinten eins bekommen. Sie bekommen den Ball hinten nicht weg. Matthias Daube flankt in den Strafraum. Falcao gehen muss. Auf das Glücksspiel Elfmeterschießen will sich keiner im Viktoria-Lager einlassen. Deshalb geben unsere himmelblauen Jungs auch in den Extraminuten Gas. Tino Schmidt spielt zurück an den 16er. Da kommt dann Lukas Falcao Cini zum Schuss und diesmal schlägt die Kugel ein. Das ist die neuerliche Führung für unsere Viktoria. Fast unzählige Male hat Falcao Cini heute sein Glück probiert. Nun wird er endlich belohnt für seinen Einsatz. Minute vergangen, da ist das Team von Benedetto Musicato erneut im Angriff. Und nun bitte aufgepasst, mit der Brust angenommen und sofort der Fallrückzieher. Schade, dass der Torhüter den Ball hat. Das hätte ein Tor verdient gehabt. Herrlich war das anzuschauen, was Lukas Falcao Cini da in der Luft gezeigt hat. Ungeschlagen bislang. Richtig gute Serie, gibt Selbstvertrauen. Die Mannschaft gut verstärkt, will oben mitspielen. Man stellt keine Ansprüche Richtung Platz 1 und Aufstieg, aber man will dabei sein. Bethke draußen, klärt nicht richtig. Falcao, technisch gut gemacht, Nachschuss gelegen. Vernehmen getrennt und er kommt nach Berlin, um noch 2 Jahre für Viktoria zu spielen. Qualitativ ein absoluter Gewinn. Da kommt die Mannschaft. Von Nerich abgefälscht. Sonntag, 13.25 Uhr, Cottbus zu Hause gegen Halberstadt. Und die Chance und die nächste. Volker mit der Flanke, auch die ist gut. Usan vorne bei Alklinike, genau wie in der ersten Halbzeit. Manske ohne Bindung zum Spiel, was einfach daran liegt. Jetzt die nächste Chance, Victor Hörtlein, Pfosten! Pavis, Farshad Ayas. Es geht um Platz gegen Nummer 7, Christian Skoda, nach dem Nummer 6, Emir. Und da macht er endlich das Tor! Thank you.
Vollgas geben. Das ergibt es immer. Danke. Die nächste Aktion, an der Yilmaz beteiligt ist. Da konnte er aber noch weniger zu als beim ersten Mal. Kopfballgelegenheit und das Tor! Das 1-0! Erste richtige Chance und der Treffer! Das 1-0 für Viktoria, während ein Abwehrspieler von Energie am Boden liegt. Aber der Treffer zählt. Patrick Storck liegt da. Und der Treffer von Lucas Falcao, dem Brasilien muss. Geil! Yay! Yeah! Das Einzige, was ich in der Halbzeit dann eben mal so ein bisschen kritisiert habe, oder auch den Jungs in der Trinkpause, dass es mir zu leise wurde. Ja? Dass wir trotzdem immer mehr wollen, was mir dann auch irgendwann leid tut, ja, wenn die Dinger dann wirklich reingehen. Aber wir müssen auf uns achten und da war mir das so ein Stück weit zu ruhig. Am Freitag testet ihr gegen den BFC Dynamo. Was hat das oder was unterscheidet das Spiel am Freitag von dem heutigen? Ja, schon das Niveau, muss man sagen, auch wenn das jetzt eine Mannschaft war, die schon eine Idee hatte. Das respektiere ich. Da waren ein paar gute Kicker bei, aber wir haben den halt von